So, wir sind jetzt mit Herbert Betscher. Herbert Betscher ist ein gleichzeitiger Opel- und ein Daihatsu-Händler. Mit Daihatsu haben wir jetzt gerade mit Frau Zumbrunn erfahren, es gibt ein paar Änderungen im Weg. Daihatsu verlässt eigentlich Europa. Im Contrario ist es natürlich anders als eine Pleite, wie wir es vor kurzem mit einer anderen Marke erfahren haben. Wie steht ihr da als sagen wir jetzt zukünftige, ehemalige, offizielle Daihatsu-Händler mit den Fahrzeugen, wo jetzt Daihatsu eigentlich relativ in Klammern aggressiv auf den Markt geht, um auch die Lager zu räumen natürlich. Wie steht ihr als Garagier da? Wir können den Service sicher aufrechterhalten, das ist ganz klar garantiert. Darum ist ja ab 1.1.2012 auch die Werksgarantie auf 5 Jahre verlängert worden. Daihatsu hat auch ein bisschen Druck auf den Preis gemacht gleichzeitig. Das sind Verkaufsprämien, die laufen, ja, die je nach Modell eingesetzt werden. Okay. Was ist jetzt von der Modellpalette von Daihatsu eigentlich noch vorhanden jetzt? Das ist der Quore, der neue Quore, der Sirion, Charade und Terios. Und noch gewisse Restbestände am Golpen sind auch noch vorhanden. Ja. Ah, Golpen ist ja dieser kleine Cabrio, ganz kleine Cabrio für auch kleine Leute, würde man sagen. Genau, aber ganz lustige Fahrzeug, muss man sagen. Jetzt, Frau Zumbrunn ist ja bei Ihnen schon jetzt regelmäßige Kundin, seit ein paar Jahren. Sie ist mit dem Wagen sehr zufrieden. Finden Sie, dass sie den Kauf jetzt gewagt hat, obwohl man weiß, aber der Hersteller existiert ein paar Jahre nicht mehr? Also in Europa zumindest, ob das jetzt ein guter Kauf ist? Das ist sicher ein guter Kauf. Sie kennt ja das Auto seit 5 Jahren und hat eigentlich keine Sorgen damit. Und die Garantie läuft ja hier auch 5 Jahre. Ja. Also das ist problemlos. Ja. Also 5 Jahre, aber es ist auch mit 150'000 Kilometern. Gut, man könnte ja auch sagen, mit 150 Kilometern ist es 1'000 Kilometer, ist ja natürlich Zeit, ein anderes Fahrzeug zu kaufen. Genau, das ist ja so. Und dafür sind Sie auch da dann? Die nicht auch so wieder, ja. Okay, gut, also im Allgemeinen, glaube ich, ist es eigentlich, was wir an alles will sagen. Wir können Frau Zumbrunn eigentlich nur eine schöne und gute Fahrt führen mit ihrem Gefährt, wo man sieht, die sind eigentlich nicht sehr anders, also werden Sie da nicht viel Anpassungszeit brauchen für Ihre Fahrzeuge? Nein, ich glaube es nicht. Und alles IO? Ja, ich hoffe schön, neue Fahrt. Ja, super. Braucht nur noch einen neuen Mann, gell? Vielleicht, wer weiß. Okay, also, roten Motor. Automann. Der hat aber dann nicht 5 Jahre Garantie. Okay, das war ja wohl ein Wort. Rodermotor war ein bisschen unterwegs mit diesen eben ein bisschen anderen Seiten vom Autokauf, Verkauf und Behandlung. Auch gerade in diesem besonderen Fall von Daihatsu. Wir danken euch beiden, dass ihr da mitgemacht habt und wünschen Ihnen noch viel Spaß mit der Daihatsu während die nächsten 5 Jahre und Sie natürlich gute Erfahrung mit Ihrem Wagen, den Sie bereits schon kennen. Merci vielmals. Danke.